Okay. Hast mich erschrocken. Gut geschlafen. Ja. Okay, ist alles gut bei dir? Ja. Okay, weil du wirkst ein bisschen durcheinander. Sicher? Ja, ich hab irgendwie doch nicht so gut geschlafen. Okay. Woran liegt's? Wieso? Also, wenn irgendwas anderes ist, kannst du ja ruhig sagen. Es ist nichts. Sicher. Patrice, wenn was wäre, würde ich dir sagen. Ich hab wirklich. Hey! So, jetzt geht's los! Heute ist Eier. Was? Ja, was? Heute ist euer Junggesellenabschied. Und den feiern wir gemeinsam. Also, Hände hoch, ihr Tote Deutsche! Wir haben Montag. Ja, aber die Location hatte nicht am anderen Tag frei. Und also ist doch scheißegal. Ja, morgen kann doch alles vorbei sein. Aber, ja, jo, aber gemeinsam. Ich dachte, man macht das getrennt. Ja, du sollst das Denken den Pferden überlassen. So, gemeinsam. Und du musst dich an diesen Gedanken gewöhnen. Wenn du sie heiratest, musst du uns auch heiraten. Verstehst du? Ja. Wir gehören zusammen. Wir haben alle gemeinsam. Wir machen alles gemeinsam. Und außergewöhnliche Hochzeiten erfordern außergewöhnliche Umstände. Okay. Also ich würde sagen, wenn ihr beinahe geplant habt, diese zwei Chaoten, Team Double. Dann kann er ja nur so Okay. Aber Toni, kannst du dir vorstellen? Was? Hey, unser Junggesellenabschied. Es ist bald wirklich so weit. Hier Mann und Frau. Es fühlt sich immer noch wie ein Traum für mich an. Für mich auch. Ich freue mich so auf die Hochzeit. Ich meine, ich liebe dich einfach so sehr. Ich liebe dich auch. Oh, okay, Sparta! Ja. Okay, warte. Ich zieh mich noch um, ja? Komm, jetzt geh raus. Ich zieh mich bestimmt nicht vor dir um. Ja, ich bleibe mich. Ich fühle mich einfach so mies. Aber ich war einfach dankbar, als Dean und Danny uns gerade gestört haben. Patrice liebt mich einfach so sehr und ich habe diese ganzen Gefühle für Connor. Wann ist das bitte alles eine einzige Lüge geworden? Okay, Leute, was macht ihr hier für Quatsch? Wenn ihr wieder auch aufräumt, ist mir das egal. Na klar. Also, pass auf, was machen wir? Wir spielen Paintball! Ich war noch nie Paintball spielen. Ich auch nicht! Naja, wisst ihr, wir haben uns halt überlegt, welche Aktivität könnt ihr gegeneinander und auch miteinander spielen. Und das ist halt nur Paintball, wisst ihr? Bevor ihr halt heiratet, könnt ihr auch noch mal richtig Brust rauslassen und richtig Wut und den einen richtig wehtun. Bevor ihr dann beide glücklich bis ans Ende eurer Tage zusammenlebt und Kinder macht und eine Familie gründet und ganz viel Scheiße macht, ja, weil ihr geheiratet habt, versteht ihr? Genau. Und ich spiele mit Patrice und wir werden euch beide auf jeden Fall nicht verschonen. Also sag ich dir eine Sache, wehe, du verschont seinen zukünftigen Ehegatten. Mach ich nicht. Versprochen, wir sind nämlich eh. Stopp! Wenn jemand durstig ist, dann sag mir Bescheid, weil wir haben in der Tankfüllung ein bisschen Bier gekippt. Nicht nur ein bisschen Bier, Alter. Willst du ein bisschen Bier? Ich brauche noch einen Kaffee. So, langweiler. Wie sieht's denn mit mir aus? Krieg ich auch eine Bierladung, wenn du das schon aufgefüllt hast? Warte, lass mich aufnehmen. Nochmal. Wir spielen heute Paintball und du bist dabei. Ja oder nein? Ich muss ins LA arbeiten. Bist du hier in dem Kaffee? Aber viel Spaß euch. Bro, komm doch! Irgendwie fühlt es sich falsch an, dass Connor nicht mitgeht. Schließlich sind wir auch Freunde. Aber nach all dem, was passiert ist, ist es einfach das Beste. Wir werden jetzt ein für alle mal klären, wer von euch beiden die Hose anhat. Habe ich recht, Danny? Ja, habe ich recht, Danny! Ja, ich! Ich hab die Hosen an, ich werd dir so den Arsch versohlen, dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten. Das will ich ja. Okay. Ha. Also Leute, ich muss euch auf jeden Fall bedanken, dass ihr so eine tolle Seite aus meiner Toni mit eurer Idee rausbekommt. Und ehrlich gesagt, bin ich mega froh, dass wir in so kurzer Zeit so gute Freunde geworden sind. Ja, bla bla bla. Das können wir jetzt mal endlich loslegen, oder? Warte, wir brauchen noch einen Tina. Ja, Tina, wir sind Todini ist gut. Gut, der Plan ist planlos.
kleines Platz. Camper war so eine gute Idee. Einfach mal Spaß und Action. Da ist kein Platz für irgendwelche großen Gefühle. Genau das, was ich jetzt brauche. Wir haben euch so abgezogen. Ja, ist okay, Mann. Ich hätte auch lieber gewonnen. Ja. Aber hat doch trotzdem Spaß gemacht. Habt ihr aber nicht. Das stimme ich auf jeden Fall zu. Aber Toni, du mit deiner Zielgenauigkeit. Ich muss mir auf jeden Fall vor Tier Acht geben, wenn wir mal schreiten sollten, ne? Ja, würde ich auch. Und deine Zielgenauigkeit hat mich voll an meinem Arsch getroffen. Und darum war ich bewegungsunfähig. Ach, genau. Was genau? Ja, mi. Stell dich mal nicht so an. Hier dieses Dream Team, Tordini, hätte auch gegen bessere gewonnen. Und ganz wir genau. Hätten eigentlich auch gewonnen, wenn meine Waffe keine Ladehemmung hätte und keine Munition mehr gehabt. Ja, okay. Aber hätte Fahrradkette. Oh, gewinnen wir halt nächstes Mal. Gewinnen wir nächstes Mal auf gar keinen Fall. Ja. Ich würde sagen, wir finden das jetzt dauerhaft ein, dass wir immer mit Paintball zocken gehen, oder? Ich finde, wir sollten jetzt was trinken, Mann. Wir haben nämlich Reservebier mitgebracht. Und ich weiß ja schon, worauf wir trinken sollten. Auf dem Sieg und auf die Niederlage. Genauso wie es sich in jeder Ehe gehört. Okay. Aber, Danny, du weißt schon, ne? Alle Getränke, die wir heute noch trinken, gehen dann auf dich. Toni, die ganzen Getränke. Loses gonna pay! Die Getränke werden eh auf mich gegangen. Ist dein Junggesellenabschied. Ich bezahle auch gerne für dich. Ja, okay. So. Und danach geht's auch schon weiter ins LA! Ins LA! Yasu, hier, für dich. Gracias. Okay, wir können gerne ins LA später gehen, aber ich muss vorher auf jeden Fall noch mal nach Hause duschen. Ich habe so geschwitzt und sehe so kacke aus. Aber ihr könnt schon vorgehen. Aufs Kacke aussehen! Dass wir später im LA landen werden, war mir klar. Und wenn ich da auf Connor treffe, dann ist das so. Das ist gar nicht so schlimm. Ich meine, er arbeitet da und unsere Freunde sind dabei. Die werden die Spannung schon rausnehmen. Irgendwie war diese Quatschaktion heute genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Ich vermisse Patrice gerade richtig und freue mich, ihn gleich zu sehen. Was machst du denn hier? Ja. Die anderen sind schon im LA und ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen frisch machen. Ah, okay. Und du? Musst du nicht arbeiten noch? Ich hatte nur eine kurze Schicht. Also, Okay, brauchst du was? Ich bin eigentlich fast fertig. Ich wollte nur... Weißt du, eigentlich wollte ich einfach nur nicht mehr zum Junggesellenabschied. Schau mal, die Vorstellung, dass du und Patrice den ganzen Tag so glücklich am Rumturteln seid, gibt halt einfach Schöneres für mich, weißt du? Wir haben gar nicht rumgeturtelt. Wir haben Paintball gespielt. War also... Du weißt, dass das keinen Unterschied macht. Du weißt auch, was ich meine. Es bricht mir halt einfach das Herz, euch beide... Ja. Ich freute euch auf die Hochzeit und ich stehe dann da und... Ja, ich weiß. Ich wollte dir für mich einen Tag versorgen. Und das hast du. Es tut mir leid, okay? Alles gut. Wie gesagt, ich wollte dir nur nicht einen Tag versorgen, weil du das nicht verdient hast. Ich kann uns wundern.
da gerade passiert. Aber es war wunderschön. Und es fühlt sich so richtig an, obwohl es total falsch ist. Das Einzige, was mich interessiert, aber ja, ich bin alleine hier. Danny und Patrice sind im L.A. und warten. Hey, das war ein Ausrutscher. Ich habe keine Ahnung, das hat nichts zu bedeuten, okay? Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber du darfst Patrice nichts davon erzählen, okay? Das würde ihm das Herz zerreißen, wenn... Tony, bitte, Dean, bitte. Du musst dich bei mir nicht rechtfertigen. Ich werde dich nicht verurteilen. Das ist nicht meine Baustelle. Und vor allem werde ich es auch keinem sagen. Aber was tust du? Was ist dein Plan, Tony? Scheinbar liebst du Connor. Und er liebt dich. Wie kannst du dann Patrice heiraten? Ich muss einfach Patrice heiraten, okay? Guck mal, das war ein schwacher Moment. Das war ein Ausrutscher. Das mit Connor, das war einfach der größte Fehler, den ich hätte machen können, okay? Nee. Wir hatten gerade Sex, Tony. Und jetzt bin ich der größte Ausrutscher, den du hättest machen können? Es ist mein Herz, Tony. Es ist mein Herz, mit dem du da gerade spielst. Was machst du noch, Tony? Weißt du, ich bin hierher gekommen, um das Geschenk für euren Junggesellenabschied zu holen. Der MLA stattfindet, wo dein Verlobter auf dich wartet. Und ich werde jetzt dahin gehen. Ja, ich komme. Ja, das nächste Mal besiegen. Safe, Digga. Sicher. Wir haben unseren Sieg. Wegen der Ladehemmung, also sonst hätten wir gewonnen, das wisst ihr alle. Ja. Wo ist denn Emmy eigentlich? Keine Ahnung, sie ist bestimmt hinten im Lager. Aber zum Glück arbeiten wir hier. Ja. Ja, wir zwei haben uns für euch noch mal was überlegt. Und zwar, ja, startet ihr bald das gemeinsame Eheleben. Und wir wollten diesen Tag für euch sozusagen festhalten und haben darum noch was Kleines für euch anfertigen lassen. Schaut okay. In die Schachtel rein. Das sind nämlich zwei super geile Ketten mit euren Namen drauf und mit dem Datum von dem Tag heute. Damit ihr das nie aus Erinnerung verliert. Hey, die sind so schön. Danke dir, Dick. Gerne. Danke dir. Die sind echt süß. Ja, auf die Braut und den Bräutigam und darauf, dass ihr heute die Reifeprüfung bestanden habt und Kampfgeist und Mut und Zusammenhalt gezeigt habt. Also du weißt schon. Aber ja! Sie ist echt schön. Komm, Haare hoch, ich mach dir an den Hals. So wie die Ringübergabe. So. Oh. Ich hasse mich dafür, was ich Connor und Patrice antue. Mein schlechtes Gewissen, das killt mich. Aber ich konnte nicht anders. Ich hoffe einfach, dass es besser wird, wenn Patrice und ich erstmal verheiratet sind. Sie steht hier, ist wunderschön. Danke. So. Ja. Ich würde sagen, stoßen wir an. Stoßen wir an und holen doch direkt schon mal eine neue Runde, oder? Mhm. Ich hab noch. Geht ja auf mich, Toni. Was hast du denn jetzt vor? Ich weiß es nicht. Weißt du, versteh mich nicht falsch. Ich stehe immer hinter dir, okay? Ich weiß, dass du in einer ziemlich beschissenen Situation bist. Danke. Aber du hast Connor vorhin ziemlich verletzt. Der Junge, da liegt dir quasi sein Herz zu Füßen. Und wenn du das nicht willst, ist das eine Sache. Aber hör auf mit diesem Spielchen, ihm gegenüber. Patrice gegenüber und vor allem dir gegenüber. Und damit verletzt du jeden. Ja, ich weiß es. Aber was soll ich denn bitte machen? Dass mit Connor hätte nie was passieren dürfen, okay? Ich hätte nicht mit ihm schlafen dürfen. Ich kann. Ja, ich weiß, ich kann Patrice kaum unterdrücken.
Aber... Was heißt das? Was das heißt? Ja, was heißt das für dich? Ich werde Patrice heiraten, dann kann er in Deutschland bleiben. Das mit Connor vergesse ich. So. Was ist das für ein, okay? Das ist neue Bier da. Hier für Sie, Dame. Danke. Ich hab noch, aber... Alles gut. Ja, dann? Ja, dann. Auf euch? Ja. Oh, auf uns. Auf uns. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Was von Connor gehört? Nee. Ich bin jetzt schon bestimmt 15 Mal versucht anzurufen. Er geht nicht ran. Ich war in sein Zimmer und habe einen Zettel gefunden. Bin nur mal weg. Ich mache mir wirklich Sorgen. Scheiße. Ich habe Connor echt so krass verletzt. Ich lass mir doch von dir jetzt nicht sagen, wann ich auf Toilette zu gehen habe und wann nicht. Also offensichtlich muss das Ganze ja jemand in die Hand nehmen. Sonst wird's ja nichts. Mach das Handy weg, Mann. Ich wollte hier wirklich nicht den Boss raushängen lassen, aber offensichtlich geht's ja nicht anders. Sie ist wieder da, sie will zur Schule und ich müsste sie jetzt hier anmelden. Auf gar keinen Fall. Hast du vergessen, was du hier angerichtet hast? Das war schon eine Weile her. Das werde ich zu verhindern wissen. Und wenn ich sie selbst mit dem Rad nach Kasachstan fahren muss.